Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial von Mystery Help. Heute möchten wir uns mal mit einer ganz einfachen Art und Weise auseinandersetzen, wie man eine Szene gut ausleuchten kann in Cinema 4D. Und dafür öffnen wir einfach mal Cinema 4D und erstellen uns eine Szenerie. Das können wir ganz einfach machen, indem wir einen Text einfügen und den eben noch entsprechend so setzen, wie wir wollen. Und das können wir jetzt auch einfach noch in Mystery Help umsetzen und da können wir wirklich unsere Kreativität freien Lauf lassen. Wir können das ja noch ein bisschen tiefer machen, auf 50 oder so, wie wir wollen. Nur es geht eben jetzt um die Ausleuchtung dieses Textes und da gibt es eine ganz, ganz einfache Methode, einen ganz einfachen Trick, den möchte ich euch heute vorstellen. Wenn wir jetzt standardmäßig dieses Bild ausrendern würden, bekämen wir dieses Bild heraus und das liegt einfach daran, dass wir in unseren Render-Voreinstellungen hier diese Lichtautomatik aktiviert haben. Diese Lichtautomatik ist allerdings sehr unflexibel und man kann da nichts einstellen und deswegen wollen wir die jetzt einfach mal kurz entfernen und wollen unser eigenes Licht erstellen. Und das machen wir ganz einfach. Wir fügen zwei neue Elemente hinzu, zum einen ein Licht und zum anderen eine Kamera. Und dann ist ganz wichtig, dass diese Kamera auf der gleichen Position ist wie das Licht und auch den gleichen Sichtwinkel hat. Auch wenn ein Licht im Prinzip keinen Sichtwinkel hat, aber einfach diesen Winkel mal normen auf 0 Grad, 0 Grad und 0 Grad in alle drei Richtungen. Und jetzt haben wir diese beiden Objekte an der gleichen Position und beide markiert und können sie jetzt einfach auch gruppieren. Und dafür gehen wir einfach auf Objekte und dann auf Objekte gruppieren. Und schon haben wir hier ein sogenanntes Null Object und dieses Objekt können wir jetzt einfach verschieben und dann werden beide Objekte, also das Licht und die Kamera, in gleichem Maße verschoben. Und dadurch haben wir immer, wenn wir jetzt das Bild durch die Kamera letztendlich dann rendern, immer eine perfekte Ausleuchtung für einfache Szenen, weil eben das Licht immer genau da ist, wo auch die Kamera ist und immer von genau dort aus auch scheint, sodass wir immer das, was eben auch die Kamera sieht, ausgeleuchtet ist. Und das ist relativ praktisch, ist auch ganz einfach, wie gesagt, und damit kann man schon einige erste Szenen gut ausleuchten. Und der Vorteil daran ist jetzt eben, dass man das Ganze verschieben kann und so eben auch diesen Lichtpunkt, von dem das Licht ausgehen soll, verschieben kann. Und außerdem kann man eben das Licht auch ansonsten noch sehr viel genauer definieren. Man kann jetzt hier auf Licht klicken und kann dann hier den Typ dieses Lichts auswählen, ob es einen Schatten werfen soll und so weiter. Auch die Farbe des Lichts und ob es sichtbar sein soll und alles Mögliche kann man hier jetzt noch auswählen, was man davor nirgendwo hätte einstellen können. Und so gesehen ist es viel vielseitiger, viel funktionaler und man kann damit wirklich erste Szenen sehr gut ausleuchten. Und diesen kleinen Tipp wollte ich euch gerne jetzt hier mitgeben in Cinema 4D und ich hoffe, ihr könnt damit gut was anfangen und ich konnte euch helfen. Weil Licht wirklich etwas sehr Komplexes ist, man wirklich unendlich viel Videos drüber machen kann, weil es richtig viele Möglichkeiten gibt. Aber das ist eben eine sehr einfache und eben gut für Anfänger geeignet und auch für Fortgeschrittene in einfachen Situationen auch noch gut zu benutzen. Alles klar, dann wünsche ich euch da noch viel Spaß. Postet Videoantworten mit Outcomes, die ihr eben gemacht habt mit dieser Technik. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Mystery Help.